Wir befinden uns hier am Lörmecke-Turm im nördlichen Sauerland, ganz in der Nähe der Kleinstadt Warstein, da wo das Pilz herkommt. Die Fichten, die hier mal standen, die hat der Borkenkäfer gefressen und die wurden am Ende des Jahres 2020, Anfang 2021, also vor gut 3 Jahren, da wurden die abgeräumt. Es entstanden riesige Kahlflächen, die Sie hier sehen, also riesige Kahlschläge, wo wirklich nichts mehr steht, außer Gras. Das wächst da jetzt noch, aber keine Bäume. Man sieht auch noch überhaupt keine Naturverjüngung, also kleine Birken oder Vogelbeeren oder Bergahorn. Hier steht wirklich kein einziger Baum, weder klein noch groß. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, aber sowas ist alternativlos, da gibt es keine anderen Möglichkeiten. Wenn der Borkenkäfer die Fichten halt zum Absterben gebracht hat, dann müssen sämtliche Fichten halt gefällt werden und dann entstehen solche Kahlschläge. Das sieht zwar nicht schön aus, aber das ist alternativlos, da gibt es keine anderen Möglichkeiten, das muss man so machen. Nein, man muss es nicht so machen. Es gibt andere Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die kommen jetzt nicht von mir oder die empfiehlt nicht Herr Peter Wohlleben, sondern das macht der Landesbetrieb Wald und Holz. Der Landesbetrieb Wald und Holz in Nordrhein-Westfalen hat eine Broschüre herausgebracht, was man mit abgestorbenen Fichten, sogenannten Dürrständer, machen kann. Dürrständer, das sind also abgestorbene Fichten, von denen keine Gefahr mehr für die umliegenden Wälder ausgeht. Mit diesen Dürrständern, also vollständig abgestorbenen Fichten, die keine Borkenkäfer mehr in sich tragen, diese Dürrständer sollte man zumindest teilweise stehen lassen. Es geht also darum, einen Teil der Dürrständer stehen zu lassen, den anderen Teil, den mag man dann verkaufen. Viel Geld kriegt man dafür sowieso nicht. Meistens muss man sogar noch draufzahlen, weil man mehr für die Ernte dieser Dürrständer bezahlt, als man hinterher vom Sägewerk herausbekommt. Also es geht darum, nur einen Teil der Dürrständer zu entfernen und einen anderen Teil eben stehen zu lassen. Wenn Wald und Holz empfiehlt, nur einen Teil der Dürrständer abzuräumen, dann meinen sie einen durchaus großen Teil, der stehen bleibt. Ein großer Teil bleibt stehen, das ist mehr als die Hälfte, vielleicht sogar 2/3 oder 3/4. Nur ein kleiner Teil der Fichtendürrständer soll abgeräumt werden und auf diese kleinen freien Flächen, da kann man dann pflanzen. Und der Vorteil ist, dass die neuen Pflanzungen dann geschützt sind. Es ist nämlich wichtig, gerade hier auf dieser Fläche, da kann man das am eigenen Leibe hautnah erfahren, es weht ein verdammt kalter Wind im Winter und das ist nicht nur für die Wanderer lästig, sondern auch für die neu gepflanzten Bäumchen. Und so schützt das nicht nur vor Kälte, es schützt auch im Sommer vor der enormen Hitze, die die Sonne hier bringt, wenn sie voll auf diese freien Flächen knallt. Da würden die Dürrständer auch Schatten bringen und schützen. Also, es hätte Alternativen gegeben, man hätte nicht vollständig abräumen müssen. Mhm.